Ja, heute am 31. Januar 2020 werfen wir erneut einen Blick in die Problemzone, naja, ein kleines Problem, ein Verkehrsproblem, hier an der Ecke Isarweg-Karlstraße. Die Firma Furtmann, das heißt die Maurerkolonne, ist gestern abgezogen. Jetzt der Rohbau ist fertiggestellt und die Straße ist wieder ganzseitig befahrbar. Soll heißen, jetzt heißt es wieder freie Fahrt und grünes Licht für die Raser auf dieser Straße. So, die Frage, was zu tun ist, hatten wir zurückgestellt. Und jetzt müsste die ganze Sache nochmal neu in Angriff genommen werden. Wir stehen kurz vor den Kommunalwahlen und möglicherweise deshalb auch vor einer Lösung. Eine Lösung, die hier nicht leicht zu finden ist. Aber wir werden es anpacken. Ja, kurze Erläuterung des Fehlverhaltens vieler Autofahrer und Motorradfahrer sowieso. Im Hintergrund an der Ecke Karlstraße, Wilhelmstraße haben wir diese Ampel. Eine andere Lösung gibt es wohl auch kaum. So, und wenn jetzt Leute, die von hier, von Aldi kommen oder aus dieser Richtung hier, Ecke Isarweg-Karlstraße, die sehen möglicherweise eine grüne Ampel oder es wird gelb, dann kriegen die den Eisenfuß und stochen hier rücksichtslos durch die Straße. Wie gesagt, es sind nur wenige, aber es ist gefährlich, denn wir haben hier auch inzwischen kleine Kinder auf unserer Straße. Und es ist ein Schulweg. Also hier sollte eine Lösung gefunden werden. Übrigens, auch die schweren Zulieferfahrzeuge von Aldi benutzen diese Straße auch. Nicht regelmäßig, aber hin und wieder, obwohl es andere Möglichkeiten gäbe, auf die Düsseldorfer Straße zu gelangen. Es muss nicht durch dieses Wohngebiet sein. Aha, Ende Januar 2020, hier in unmittelbarer Nachbarschaft des Discounters Aldi, wird zurzeit eine Kompaktstation zur Sicherung der Stromversorgung in diesem Bereich hier, in diesem Stadtteil, aufgestellt. Ja, und wenn es nach den Grünen und den selbsternannten Klimaschützern ginge, brauchten wir so etwas nicht mehr. Und wir würden auf den Strom verzichten müssen. Also, das Stromnetz wird weiter ausgebaut und dafür brauchen wir sichere Energie. Zumindest Windkraftanlagen, wenn wir schon alles abschalten im rheinischen Braunkohlerevier.